David Farnskouten. Das ist doch dieser nette Kerl, der die ganzen Audiodateien für die Gothic-Community verbessert. Kennst du den? Und falls ihr ihn noch nicht kennen solltet, ja, dann wird's höchste Zeit. Vielen Dank an dieser Stelle. Von Watras, gesprochen durch Pitt Krüger, Gott hab ihn selig, oder Innos, je nachdem. Gut, okay, machen wir weiter. Und zwar, wir müssen oben auf die Brücke drauf. Ja, dann werde ich mich da mal wieder hier einfunzen und dann gucken wir mal. Ja, diese Brücke ist so mit einer Tücke. Da ist sie, da ist sie. Oh, dieses Dickicht. Ja, wie komme ich da jetzt hoch? Das ist eine große Frage. Nächste Frage. So, Dille. Von dieser Felsenseite kommen wir auch nicht ran. Was mich natürlich jetzt ein bisschen ärgert. Aber wir haben ja die andere Seite noch gar nicht so richtig abgesucht. Vielleicht kommen wir da irgendwo hoch. Wobei ich im Hinterkopf... Ups, einrendern? Ja, einrendern, okay. Wobei ich im Hinterkopf habe, dass wir eventuell... gegen diese blöden Sträucher, die durchspringen und nicht durchkommen. Anspringen und nicht durchkommen, meine ich. Irgendwo war ein Aufgang. Irgendwo nach oben. Aber ob es auf der Seite war... Oh, hier sind Heilpflanzen nochmal. Aber ob es auf der Seite war, ich glaube ich eher nicht, weil das ist ein anderer Fels... Ein Felsgestein. Oh! Ist der? Mist! Nicht abgespeichert. Wo, was? Ja, muss ich mal eben machen hier, bevor hier Gefahr kommt. Ja, mal eben noch die Waffe nachgeladen. Ach, da oben. Knochenkriege. Noch ein Koch, Knochenkrieger, ein Kriegerknochen. Also hat der mich... Ach ja, das war ja der, den wir in der letzten Folge, mitgekriegt haben. Okay, weil es hat mich schon gewundert, weil... Gucken wir mal eben weiter. Hier sind wir ja schon durch. Das weiß ich. Ne, also, da werden wir nicht weiterkommen. Also an dieser Stelle. Heilpflänzchen vergessen. Noch ein Heilpflänzchen. War ich hier noch nicht vorbei? So dicht bewucherte Heilpflanzen hier an dieser Stelle. Ein bewuchert. Ja, Simme. Also, ich kann mich erinnern, da gab es irgendwo einen Aufstieg. Und zwar am Sandgestein. Okay. Dann werde ich doch mal dahin gehen und euch dann da mal zeigen, wo ich das meine. Weil so wie das hier aussieht, genau, richtig... Waren wir ja schon und dann werde ich da mal hier nicht hängen bleiben wollen. Also wie schon gesagt, ich werde es dann mal auf der Seite probieren, weil hier ist nämlich die Felsentextur ganz anders, also so Sandgestein. Also bis dahin. So, das ist eine, den ich meine, den Aufstieg. Und zwar richtig rampenmäßig. In der letzten Folge habe ich ja gesehen, das ist ja auch noch, aber da muss man noch ein bisschen rüberspringen. Da gab es nämlich auch noch einen Aufgang, aber von da aus bin ich ursprünglich gekommen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich hier schon mal war. Aber hier war ich noch definitiv nicht, weil da so ein Urlöwin ist. Und ich habe gespeichert, hoffe ich doch mal. Oh Mann, Urlöwe. Levin. Okay. Also, hier war ich schon mal gar nicht. Das ist gut zu wissen, dass ich hier noch nicht war. Gut, okay, dann werden wir mal was futtern und speichern. So, ich habe ja noch ein paar Vollheilungssprüche. Finde ich gut. Da brauche ich nicht hier stundenlang zu mampfen. Ja, Tränke. Da habe ich nur noch ein paar. So, gucken wir uns das mal hier an. Hä? Ich wollte eigentlich da oben hin. In die Richtung. Weil ich denke, dass da die Dinger sind, die Knochenkriege, aber... Oder ich bin doch wieder hier gelandet, wo ich doch schon mal war und den...
Die Urlöwin habe ich wohl vergessen, oder wie, oder was, oder was, oder wie. Ja, kommt mir bekannt vor. Aber dafür haben wir noch eine Urlöwin. Jetzt muss ich mal gucken, kriege ich die jetzt irgendwie mit einem Nahkampfteil hier. Oh, von hinten, genau, richtig. So, gucken, ob ich auf Abstand halten kann. Oh. Okay. Okay, die Urlöwin haben wir jetzt auch, die zweite. Und da ist noch eine Urlöwin. Mr. Urlöwin, genau, richtig. Dann gehen wir mal ein bisschen Abstand und... Ach ja, Vollheilung. Reicht die Mana-Geschichte noch? Die reicht. Sehr gut, okay. Wo bist du jetzt? Da ist er. Okay, also mal speichern. Und vorher mal schauen, ob ich irgendwo hochklettern kann, dass ich die Urlöwin irgendwie von oben wegkriege. Nein. Das wäre toll, würde ich hier hochkommen. Nee, das ist chancenlos. Schräg eventuell hier irgendwo hochspringen? Nein. Hier irgendwo was, wo wir eventuell hochkämen? Ja, oh. Ja, oh, ey. Ja, oh, ey, oh. So muss das sein. So, bleib mal stehen. In den Fuß. Oh. Oh. Erwischt mich doch ein bisschen. Gefällt mir überhaupt nicht. Das war eigentlich nicht Sinn der Sache. Okay. Mann, oh Mann, oh Mann. Okidoki. Ja, ja. Ja, ja. Lass mal gucken, ob hier noch irgendwas kommt an irgendwelchen... Oder ist die andere Seite? Ich habe fast das Gefühl, dass ich... Nee. Ist jetzt wieder dieser Ausgangspunkt? Ja. Ah, wo ich ganz zu Anfang war. Und dann bin ich links rumgegangen, oder weiß der Geier, oder was, oder wieder was. Die ist ja fix. Jetzt muss ich mal gucken, komme ich hier irgendwo hoch? Könnte eventuell hier... Nee, hier komme ich nicht hoch, garantiert nicht, nein. Lödinger. Irgendein Schussspruch oder Eislanze vielleicht eventuell... Ich guck mal nach. Nee, Eislanze ist nicht gut, denke ich mal, weil es ist so heiß hier, dass... Was ist denn jetzt passiert? Ach, da oben ist sie. Ich dachte, die wäre jetzt verschwunden. Mal gucken, vielleicht kann ich hier Angst einflößen. Stehen geblieben kurz, ne? Okay, Angst hatte was irgendwie die Urlöwin beeinflusst. Ist irgendwie stehen geblieben, war wohl hypnotisiert oder wie das heißt, nicht? Okay. Ja, jetzt gucken wir mal. Ist das wieder die Stelle, wo ich damals... Nein, ist sie nicht. Hier sind wir, da ist was Neues. Liebe Freunde, mein Pfeil und Bogen wieder, muss ich wieder neu bespaßen. Okay, absolut, mal gucken. Auf jeden Fall ist da irgendwie ein, kann das sein, Kristallgolem, Urlöwin, ist klar. Da oben komme ich nicht hoch. Ja, auf jeden Fall ist da was drin. Es zeigt sich aber noch nicht, was da drin ist. Was noch eingegraben ist. Gut getan, diese Kristalllöwin. Herrlich. Kristalllöwen, was sag ich denn? Kristallgolem, wenn es einer ist. Aha. Ist jetzt hier nicht so ganz der beste Platz. Mal gucken, ob ich die doch noch hinkriege. Oh. Los, bleib mir weg mit deinen Pranken. Aua.
Okay, sorry wegen der Kamera. Okay, ein bisschen haben wir einstecken müssen, ne? So, jetzt erstmal gucken, was haben wir denn hier? Das ist wieder so ein Kristallgolem. Also ist auf jeden Fall irgendwas Golemartiges. Das heißt, wir werden mal unsere Uraltwaffe mal wieder einspannen. Diesen stumpfen, da ist es, dürfte er sein. Diesen Sturmknecht. Nee, war das der Sturmknecht? Das war da so ein Knüppelsche. Ja, das war der Sturmknecht. Okay. So. Oh ja, gut, okay. Genau, ein Kristallgolem. Da ist er. Oh! Shit, geh doch hoch! Okay, gerade im letzten Moment. Wo, Herz eines Kristalls, fünfmal Bergkristall. Ja, und ich bin natürlich ein bisschen jetzt lediert. Werde ich mal wieder meine zweitbeste Waffe hier nehmen, die selbstgeschmiedete Banditenaxt und Essen speichern. Gut. Ist jetzt hier Sackgasse oder was? Sehr verdächtige Textur. Sehr verdächtige Truhe. Sehr verdächtig zu kombinieren und zu knacken. Okay. Okay. Okay, sofort weg. Okay, kann ich doch noch nehmen. So, hat sich hier was generiert? Nee, wenn, dann hättest du es schon längst gemacht. Ach ja. Das habe ich natürlich nicht gelesen, was genau jetzt da zu sehen war. Aber es war Gold. Ja, ich war jetzt irgendwie darauf gefasst, dass sich wieder irgendwas so blutsch manifestiert. Aber es manifestierte sich nichts. Jetzt muss ich mal gucken. Nee, da kann man nicht runter. Jetzt kann ich den ganzen Weg wieder zurückgehen. Und mal gucken, ob ich einen neuen Weg finde. Also bis dahin. Jawohl. Okay, von der Unde sind wir ja gekommen. Und jetzt kann ich ja sozusagen hier nochmal rüber hüpfen. Und versuchen, irgendwie hier den Wasserfall zu überbrücken. Oder, hier mal gucken, ob ich hier hochkomme. Nein. Verjüngt sich das hier eventuell? Nein, auch nicht. Da unten könnte ich hin. Aber inwieweit bringt mir das was? Wo komme ich dann da weiter? Okay, hier könnte ich runterrutschen, aber trotzdem. Hier mal versuchen hochzuspringen, geht nicht. Okay, gehen wir mal hier runter. Hupsala. Nein, nein, nein. Schmal, schmal. Heute der Schmalspur Roland. Ja. Okay. Diese knochige Baumstruktur habe ich schon mal gesehen irgendwo. Okay, ouch. Oh, hat mir nicht so viel wehgetan. Und ja, das ist die der Stufenaufgang. Ja. Da hinten, das hatten wir alles schon. Aber was ist da oben? Das hatten wir auch schon. Also noch vor der großen Pause. Ja. Bleibt also mir nichts anderes übrig, als einen anderen Weg zu dieser Brücke zu finden. Jetzt bin ich jetzt wieder auf dem Weg nach ganz unten. Ja. Und da werde ich mich dann mal... Moment mal, was ist das hier für eine Struktur? Das ist die Höhle nach oben, alles klar. Ja, dann werde ich mal gucken, ob ich einen anderen Weg finde. Ja, ich habe im Off mal alles abgesucht, abgeklappert, aber ich komme da nicht an diese eine Brücke dran. Ich glaube, das hat was mit den Teleportsteinen zu tun, die da so sind. Hier komme ich auch nicht weiter. Na, klasse. Wollen wir hier mal runterrutschen? Meinst du, das geht? Wo ist... Ganz vorsichtig runter. Oh, da, gut, okay.
Okay, also ich meine, ich hätte hier unten alles abgeklappert. Das ist ja der Weg, der wieder nach oben geht. Vielleicht haben wir von oben irgendwie einen Zugang. Da ist eine Brücke. Aber nicht die, die ich wollte. Da hatten ja zwei Schlafteile irgendwie. Schlafende, ja nicht unbedingt schlafende. Ach ja, wie heißen sie denn auch mal gleich? Schattenläufer, richtig. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Und zwar bei diesen Plateaus hier zum Beispiel. Kann ja sein. Bringt ja nichts. Okay, dann gehen wir mal hier wieder hoch. Moment. Also das weiß ich. Hier habe ich ja die ersten Ornamente gefunden. Also mal sicherheitshalber checken. Ja, also ich war der Meinung, dass ich hier auf diesen Ebenen hier alles gefunden habe. Jetzt, das war ja dieser leere Erker. Also wie schon gesagt, ich werde mich nochmal melden, wenn ich irgendwie noch eine Stelle finde, an der ich noch gar nicht war. So, nachdem ich hier die ganze Nacht geruht habe, nein, nicht die ganze Nacht, aber ich habe die ganze Nacht hier verbracht, irgendwie an eine Stelle zu kommen, die mich ein bisschen weiterbringt. Und zwar, das kenne ich ja noch von, ne, stopp, ja, da war eine Truhe drin. So, weil, jetzt bin ich nämlich gespannt. Exactement, richtig, so. Weil diese Plattform da, beziehungsweise dieser Aussichtspunkt mir doch ein bisschen was gebracht hat, beziehungsweise ein bisschen etwas mehr gezeigt hat als, genau, da unten ist ja die Brücke. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja gut, okay. Dann gehen wir mal von der Seite und von der Seite wieder hoch. Los, komm. Vielleicht hatte ich das ja schon vor Monaten schon mal entdeckt. Und das war mir dann zu gefährlich, weiß ich nicht. Aber manchmal denkst du, da hinten ist eine Klippe und dann geht das ganz weit weg. So. Und da aus bin ich gekommen, aus der Höhle. Und aus dem Tunnelgang. So, und jetzt geht das hier nämlich ganz steil nach unten runter. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja weiter. Aha, da gibt es mal wieder einen Urlöwe oder eine Urlöwin. Und hier denkst du, glaube ich, ja genau, hier denkst du auch, hier ging es nicht weiter. Okay, also speichern. So, jetzt mal eben nochmal. Erstmal gucken, wie könnte ich das machen. Okay. Jetzt mal die Urlöwin anteasern. Oh ja. Okay, und dann von ganz schnell hier von hier oben, eventuell. Ah. Ich glaube, das hatte ich schon mal die Situation, ich weiß es nicht. Da war es einer der vielen Situationen. Ja, die hier wird sich wahrscheinlich hier... Ach, da hinten ist sie. Ja, bleib doch mal stehen. Seht ihr, da hinten ist ein Brückenzugang. Hallo. Aha, sogar getroffen. Oh, die scheint gleich runterzufallen. Was? Nee. Oder... Kann ja sein, dass sie auf den... Bäumen rumklettert? Die springt über die Bäume rum. Wie irre ist das denn bitte sehr? Du bist doch kein Affe. Du bist doch eine Urlöwin. Ich fass es nicht. So, Achtung, da sind so zwei Figürchen. Ja, okay, die müssen wir irgendwo mal gucken. Vielleicht treffen wir sie auch von hier, ja? Okay. Haha, lustig. Naja, das wäre jetzt müßig, die Urlöwin jetzt. Na komm. Los, komm mal. Einfach stehen bleiben. Einfach stehen bleiben. Dann ist es auch nicht so qualvoll. Er versucht wieder auf den Baum zu klettern. So, ich will Experience Points haben. Hallo, ja. Sehr schön.
Können wir so nachher mal looten, wenn wir da irgendwann mal wieder hinkommen. Oha. Ja, jetzt gilt es natürlich zu gucken, inwieweit wir hier hinkommen. Also das scheint wahrscheinlich nur so ein paar Statuten zu sein. Statuetten. Statuen. Haha, na endlich. So, ihr beiden Freunde. Jetzt kommen wir endlich zu diesem komischen spitzen Felsen da gegenüber. Und was erwartet uns dort? Knochenkrieger. Augenscheinlich zwei Stücke. Vorsicht, da nicht runterfallen. So, ich habe mal abgespeichert. Jetzt werde ich mal hier kurz rüberjumpen. Oh, nicht so weit. Oh, da ist ja noch so eine Scheißstelle. Mal gucken, ob ich mal einen von anteasern kann. Wo sind beide? Oh, die sind auch hier mit irgendwelchen Geschichten unterwegs. Pfeil und Bogen. Oh Mann. Das ist jetzt doof. Gucken, welche Reichweite habt ihr denn? Oh, er muss nah rankommen. Okay, das bringt nichts. Nochmal eine Runde. Weiß ich, blute. Hallo, geh mal weiter. Wäre gut. Ah, jetzt ist der andere. Ich will den haben. Zuerst mal. Treffe ich ne? Ja, ich treffe ne. Gucken. Oh, der kommt jetzt auch an. Dann sollte ich mal jetzt endlich mal ein bisschen was essen. Okay. Oder eine Vollheilung. Gut. Wo zwei Leute sind, sind bestimmt auch noch mehr. Das wird wahrscheinlich wimmeln von Knochenkriegern dort. So, mal eben neu meinen Bogen beflitzt und mal den Feuersturm beladen. Also geladen jetzt hier. Mit der Hoffnung, dass er, ja, zappel, zappel, dass er den Knochenkrieger erwischt. Und zwar ordentlich. Soweit das dürfte das funzen. Mal sicherheitshalber mal den Bogen nehmen. Oh ja. Mensch, du brauchst doch nur noch einen Pfeil. Oh, gut, okay, hat mir nicht so viel was eingebracht an Schmerzen. So, da hinten liegen sie. Speichern. Okay. Also bin mal gespannt, wie es denn dann weitergeht. Ob da noch mehr... Auf jeden Fall sind da irgendwo mehr. Okay, hier haben wir so eine Plattform. Die erstmal looten hier. Okay, was befindet sich denn noch hier in der Nähe? In der Reichweite des Bogens erstmal nichts. Okay, dann suchen wir mal hier die Stellen ab. Oh, da geht's fest runter. Aha, und hier ist die Brücke, wo ich damals die anderen Knochenkrieger genutzt hatte. Was ist das? Okay, das ist nur ein Stein. Kubus, so wie der hier. Hahaha. Ha, ha, ha. Das wird jetzt übelst lustig, glaube ich. Mhm, genau. Also rein. Den hatte ich ja von unten gehabt. Ja, ist noch was. Butlerfleisch. War dann noch was? Oh Leute, was ist hier los? Spannend. Eichern. So, nicht, dass dann hinten in der Ecke noch was auf mich lauert. Was wirklich anzunehmen ist. Liebe Freunde. Schauen wir mal. Ah,
hier geht's nach links. Und hier geht's ein bisschen nach rechts. Und zwar nach oben. Und hier geht's irgendwo nach unten. Stopp. Da ist ein Kristallgolem. Okay. Wie schon gesagt, ein Knochenkrieger ist da noch sich am Verstecken. Also, muss ich erstmal warten, dass ich... Wie nah ist er denn dran? Der ist da hinten auf dem Weg. Oh, ho, ho. Okay, den werden wir mal anteasern. Dann wird er auch wahrscheinlich seinen feinen Bogen nehmen. Warten wir mal. Oh, ein Blatt beschützt mich. Da ist er, da ist er. Los, komm. Oh ja. Der ist noch am Zielen. Wieso kommst du denn nicht an? Jetzt kommt er an. Nein, doch nicht. Mist. Oh oh. Gucken, wer als erstes zu Fall geht. Ich. Okay, versuchen wir es mal anders. Wir gehen mal hier rüber. Das sieht näher aus. Bleib ich hier hängen. Oh! Oh! Kommt der hier rein? Der kommt hier rein. Ach du liebes Läuschen. Da muss ich mal irgendwie gucken, dass ich hier mit meiner Bartaxt. Oh. Banditenaxt, wie beinahe gesagt. Den Kristallgolem erstmal hier ausschalte. Oh, nicht so! Okay. Okay, hat mich ein bisschen was gekostet, aber dafür habe ich den Kristallgolem erstmal hier außer Gefecht gesetzt. So zerbröselt der Kristallgolem erstmal ein bisschen. Dann gehen wir mal wieder zurück an die Stelle, wo da hinten der Knochenkrieger war. Ja. Wollte doch eigentlich den Bogen haben. Ja, sorry. Psst, klar. Animationsfehler. Da ist er wieder. Okay, mal speichern. Okay, im halb verwunderten Status werde ich dann mal hier ganz schnell nochmal Deckung suchen. Und schauen. Da ist er. Kommt auf mich zu. Wieder kaputt. Okay, Feuerball habe ich noch. Beziehungsweise den Feuersturm. Jetzt habe ich natürlich wieder einen Giftpfeil verloren. Kommt mal vor. Okay. Da ist er. Dieser blöde Busch. Hoffentlich ist er nicht im Wege. Okay, Busch. So. Ja, los, bitte. Ja, ich weiß, du willst auch schießen. Das ist nicht zu fassen. Okay, andere Strategie. Feuersturm. Okay, das dürfte eigentlich erreichen. Hoffentlich ist der eine Felsvorsprung da nicht. So, Deckung. Ich weiß natürlich nicht, ob der Feuersturm... Hat gewirkt. Okay. Wunderbar. Gut, Dämonen-Zwei-Axt. Liebe Freunde, bis hierhin erstmal. Na, gucken wir mal, was dann hier wohl passiert bei diesem Glühwürmchen-Teil da oben. Also, bis dann die Tage und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Tschüss.